im offenen Gelände, wie man sieht, ist der in der Nähe des offenen Geländes. Der lädt sich. Du kannst erzählen und ein bisschen was bauen, bitte. So. Die Straße ist gebaut und die nächste Runde spricht an. Die Philosophie ist wichtig, deswegen kann ich auch mal über ein paar Themen philosophieren. Was gibt es denn für Themen, über die ich philosophieren könnte? Ja. Puh. Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Thema ein. Und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ja. Was zum Beispiel? Also ich könnte darüber philosophieren, warum mir kein Thema zum Philosophieren einfällt, zum Beispiel. Das ist immer ein gutes Thema. Ich glaube, ich sollte mal... Nee, ich bin zu weit weg. Und zwar, das liegt daran, ich habe keine Philosophie mehr. Das ist meine Erklärung dafür. Warum ich keine Philosophie mehr habe? Keine Ahnung. Ich konnte eigentlich relativ gut philosophieren. Ich habe mich bloß nie gemeldet und deswegen hatte ich da irgendwie immer nicht so gute Noten. Also wenn ich was gesagt habe, dann war was gut, aber nur gut, halt nicht sehr gut, ne? Das war einfach mal so. Ich habe dann gesagt, warum ist die Demokratie in Griechenland nicht demokratisch genug oder so? Weil die Bürger irgendwie Bürger sind und sich verbürgert haben und sich nicht richtig fliehen konnten. Nee, ich habe gerade keine Ahnung, worüber ich spreche. Ich kann gerade nicht denken und spielen gleichzeitig. Entschuldigt das, aber... Gut. Man kann ja auch reden, wie sich die Szene jetzt hier auf YouTube verändert hat. Und zwar, ich bin ja auch ein sehr neuer Let's Player jetzt. Ist jetzt ja mein erstes LP-Projekt. Und warum läuft er dahin, obwohl ich... Ach, egal. Der Bautrupp soll immer zuerst auswählen. So. Die Straße ist fast fertig. Und, früher war es ja so, wenn du Let's Player warst, das war, du warst einer von wenigen, vor allem wenn du, eine Frau oder ein Mädchen oder was auch immer bist. Das war sehr selten, dass das so vorkam und, deswegen war das sehr interessant für die meisten zuzugucken. Und, meistens gab es dann auch noch Videos, ohne irgendwas, nämlich sozusagen einfach nur, ohne Spielen einfach nur durchkommen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, irgendwie... Tja, ich kann nicht denken, wie gesagt. Und jetzt ist ja so, wenn du nach einem Bosskampf suchst, dann findest du ein Let's Play, wo er wahrscheinlich 20.000 Mal fehlt. Auch wenn du eigentlich finden möchtest, wo ist die Schwachstelle beim Gegner? Das ist meistens ein kleineres Problem. Aber kein relativ... Entschuldigt, Stadtstaat, ich kann dir nicht helfen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir nicht helfen. Und ja, jetzt, wenn man sucht, dann kann Berlin einen Gegner angreifen. Nee, dann findet man nur solche Let's Plays, so wie das hier. Ich könnte ja eigentlich auch machen, wie besiege ich ein anderes, wenn es viel stärker ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ich glaube nicht. Ich bin einfach nicht gut genug für solche taktischen Sachen. Ich bin einfach so ein Kleintaktischer. Ich kann Schach spielen und das reicht mir. So in der Art. Ich bin jetzt kein Profi und deswegen ist das auch okay so. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesehen. Hier ist er. Wie ihr seht, dieser Punkt da, da wo ich gerade hinzeige, ist der Gegner. Er hat nicht mal eine Lebensanzeige. Er ist ja unbesiegbar. Er ist unbesiegbar, das sage ich euch. Wenn der einmal auf unsere Stadt zugeht, dann ist die Stadt weg. Aber wirklich weg. Dann gibt es eine Atomexplosion und alles ist tot und ich habe verloren. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen, die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Ja, und ich bin wahrscheinlich unwissend. Und deswegen bin ich voll übel. Auch im Spiel und so. Gut, hier könnt ihr auch mal eine Straße bauen. So, Stadt Berlin kann wieder einen nahen Gegner angreifen. Aber der Pixel, weißt du, der versteckt sich. Der kann keinen nahen, der ist kein, wird nicht als Gegner registriert. Aber ich habe ihn schon immer unter Verdacht gehabt. Und jetzt wurde es mir bestätigt. Ja. Kaserne.
Let's Play Civilization. Angriff. Tod. Verderben. Sterben. Ein bisschen viele Gegner. Aber Sparta. Und so weiter. Können alle überspringen. Du bist fast halb tot, deswegen kannst du hier rauf. Die Stadt Berlin kann wieder einen nahen Gegner angreifen. Wieder nicht den Pixel. Und, ach, ja, weil wahrscheinlich ist es ein Buch. Die alten Pixie-Bücher. Ja. Das ist ein altes Pixie-Buch. Und ich würde sagen, ich glaube, unser Krieger hat die größten Chancen. Ich hätte lieber Griechenland nehmen sollen. Dann wäre ich nämlich jetzt Sparta und wäre arm. Und dann könnte dieser hier in einer Runde alles besiegen, ja. Ich glaube, also wenn, das ist ja unglaublich. Hier unbedeutender Sieg, bedeutender Sieg, unbedeutender Sieg, unbedeutender Sieg. Ich würde mal sagen, das ist Sparta. Und Angriff. Und schon wieder. Da war auch ein Pixel anscheinend. Die Stadt Berlin kann irgendwas machen. Das Orakel, das ist auch schön. Die große Bibliothek, ich dachte jetzt schon wieder, ja, der Parthenon, wird gebaut. Und der Artemis-Tempel gibt es ja auch noch. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Schön. Ich kann jetzt nur noch auf die Karte klicken und dann einfach so... Ja. Aber mehr geht auch nicht. Jetzt kann ich mich immer noch nicht bewegen. In 8 Runden kriege ich die nächste Politik. Und... ja, die Zufriedenheit. Ihr seht, wenn ich nicht 12 aus dem Schwierigkeitsgrad hätte, hätte ich unzufrieden. Meine gesamte Zivilisation unzufrieden. Mir egal, ob der dumme Bogenschütze. Ich sag gar nichts dazu. Ein Pfeil ins Knie und dann einfach ein Hammer aufs Knie. Und durch den Reflex, der dadurch entstanden ist, ist er einfach umgekippt und verschwunden im Boden, weil der böse Pixel ihn aufgefressen hat. Dieser Pixel will uns alle töten. Der Pixel des Bösen. Er wird sterben. Also nicht der Pixel, sondern wir. Und tot. Selbst wir werden von diesem Pixel verschlungen. Hinein. Mann, ich krieg alles. So, jetzt habe ich hier ganz schön viel. Stadt München hat Bürger und jetzt ist meine Nutzlocke-Challenge zweifach verloren. Die Klassik ist erreicht. Wir nehmen das, was am längsten braucht, nämlich Eisenverarbeitung. Ressource Eisen entdeckt wurde. Oh! Oh, das ist geil. Und da auch noch. Ja, also habe ich doch den Platz meiner... Städte gar nicht so schlecht gewählt. Wo habe ich gestartet? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, hier. Hier irgendwo habe ich gestartet. Das heißt, eigentlich hätte ich auch gleich da siedeln können. Und bin dann eigentlich so rumgelaufen. Um dann hier zu siedeln. Gut. Das heißt, eigentlich habe ich gar nichts gut gemacht. Wie immer. Ihr könnt dahin gehen. Ihr könnt dahin gehen. Dieser Bautrupp baut hierhin bitte was. Und die Produktion der Stadt Hamburg ist eine Kaserne. Gut. Ihr verliert die Kontrolle über Ragusa. Gut, die Stadt Hamburg ist gewachsen. Ragusa. Ich habe jetzt genug Gold. Ja, ich möchte, dass die Freunde bleiben, damit meine Städte schneller wachsen. Bitte. Ist jetzt einfach so, ich weiß, ich entscheide mich total oft um. Gut. Nächste Runde. Und ich denke mal, es ist langsam Zeit für eine Aufnahmepause. Noch eine Runde. Oder wenn irgendwas Spannendes passiert, dann werde ich abschalten. Ich habe eine Technologie entdeckt. Ich kriege
Drama und Dichtung. Oder wenn ich eine neue Stadt gegründet habe. Oder wenn ich einfach verbunden habe und der. Ich kann Einheit modernisieren. Ich bräuchte ein Eisen und ein paar Sachen. Aber jetzt hat sich wenigstens. So, einer gegen alle, wie immer. Aber. Jetzt habe ich zwei Einheiten, die in der Nähe sind. Gut. Das ist schön. Wenn die beiden Städte verbunden ist, würde ich sagen, sage ich einfach mal Tschüss, ne? Gut, nächste Runde. Drama und Dichtung. Ja, das Ampi-Theater. Das Ampel-Theater. Die hatten nur drei Farben damals in Griechenland. Ich habe gerade die Speer gar nicht gesehen. Eigentlich müsste das so sein wie irgendwie Doppelteam oder so. So ein Busch. Wie tot bist du? Ach, noch nicht ganz so tot. Du kannst aber das hier. Und damit ist der erste schon mal weg. Gut, das Barbarenlager kriegt auch mal eins ab. Und schon wieder verschlingt der Pixel des Bösen alles. Gut. Ihr könnt alle erkunden, ist mir egal, ob ihr verbessert werden könntet. So, die Straße ist fertig. Die Straße ist eigentlich theoretisch anscheinend auch fertig. Gut, dann. Dann wird jetzt erstmal noch die Runde abgewartet. Das ist total komisch. Jetzt. Wirklich. Ich glaube, das ist ein guter Grund, wirklich jetzt hier aufzuhören. Also, Leute. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Schaltet wieder ein und tschö, tschö.